Liegestütze auf Deutsch. Bei der Liegestütze gibt es verschiedene Varianten. Wir bevorzugen eine Variante, die von der Position der Arme her ungefähr schulterbreit beginnt und die Ellbogen nach hinten wandern lässt. Nicht zur Seite, sondern die Ellbogen wandern nach hinten. Von der Seite schaut das Ganze so aus. Ellbogen nah am Oberkörper und zur Seite. Während der kompletten Bewegung der Liegestütze bleibt der ganze Körper in einer Linie, möglichst in einer Linie. Wir knicken nicht ein, wir richten das Becken, die Hüfte nicht so weit nach oben. Möglichst eine Linie, Brustkorb berührt den Boden und wieder nach oben. Dabei immer die Arme komplett durchstrecken, Brustkorb, Arme komplett durchstrecken. Dann schaut meine Lektion so aus. Hände auf den Boden, Fingerspitzen zeigen nach vorne. Oberkörper ist eine Linie, schön gerade, wir hängen nicht nach oben durch, wir sind nicht so weit oben, Oberkörper eine Linie und dann gehen wir nach unten, Brustkorb über den Boden und wieder nach oben und dabei gehen die Ellbogen immer schön zurück. Hier das Ganze nochmal im Schaubild. Das ist der Push-Up. Viel Spaß damit.